Hurra, die Chinesen, sie kommen endlich. Das ist zumindest das, was Finanzminister Mnuchin heute Nacht gesagt hat. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und unschwer vorstellbar, dass wir dann die 9.328,5. Rallye erleben aufgrund des Handelsoptimismus. Dabei war doch eigentlich klar, ja, natürlich, es muss irgendwann Anfang Oktober zu diesem Treffen zwischen den USA und China kommen. Es gab ja jetzt diese Reise der Delegation, die dann plötzlich irgendwie abrupt endete, nicht mit Besuchen in Nebraska und Montana. Daraufhin die Märkte am Freitag nach unten, dann am Wochenende beruhigende Aussagen. Jetzt hat Mnuchin nochmal gesagt, nein, es sei auf Bitten der USA gewesen, dass diese Reise nicht stattgefunden hat, der chinesischen Delegation in diese Landwirtschaftsgebiete der USA. Vielleicht fürchtete man für seine Gäste einen massiven Kulturschock dort. Wer weiß es schon. Jedenfalls Aussagen von Mnuchin, die heute die Märkte ein bisschen belebt haben. Das wollte ich Ihnen nicht zeigen, sondern ich wollte Ihnen zeigen, dass da aber nach wie vor eine gewisse Unklarheit herrscht. Denn Mnuchin hat gesagt, naja, der Liu He, der wird dann kommen so um den in der Woche des 7. Oktober. Jetzt ist aber so, dass in China da ein Feiertag nach dem anderen ist, nach dem 1. Oktober. Da ist die goldene Woche und dementsprechend ist es wahrscheinlich so, dass frühestens am 10. oder 11. Liu He dann wirklich in die USA reisen wird. Also hier sieht man, wie konkret die ganze Geschichte ist. Liu He wird kommen, wird er nicht kommen, wann wird er kommen? Mnuchin denkt, er kommt in der Woche des 7. Oktober, aber das ist wohl eher dann später, weil Mnuchin nicht so ganz auf den Zeiger hat, offenkundig die US-Feiertage. Schauen wir uns mal die Reaktion der Märkte an und die war lustig, denn wir haben hier zunächst mal die Aussage von Mnuchin, da ist es ein bisschen nach oben gegangen heute im frühen asiatischen Handel oder späten amerikanischen Handel, wie auch immer, dann ist es so leicht nach oben geperlt und dann kam plötzlich so ein Spike nach oben, nachdem die Aussage von Mnuchin ja schon lange vorbei war, also wieder mal eine gewisse Merkwürdigkeit der Märkte. Wir haben jetzt insgesamt diese Situation Handelsoptimismus gegen Realität der Konjunktur, was setzt sich durch? Wenn Liu He jetzt kommt, dann wird er wieder anbieten, wir kaufen ein paar Sojabohnen. Heute hat China dann nochmal extra diese Sojabohnen erneut von den Zöllen ausgenommen. Die Chinesen sagen sich, wir ködern die Amis mit ein paar Käufen und dann werden wir aber keine Konzessionen machen. Mnuchin hat heute gesagt, das Wichtigste ist der Bereich geistiges Eigentum und da scheinen die Chinesen eben nicht wirklich verhandlungsbereit. Jetzt haben wir aber eben diese Dualität, auf der einen Seite Handelsoptimismus, auf der anderen Seite dann die Konjunktur. Und da schauen wir uns mal an, was heute auf der Agenda steht, nämlich wichtig ist der IFO-Index um 10 Uhr, nachdem gestern ja die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland so abgestürzt waren. Hier sehen wir den Absturz der Einkaufsmanager 41,4, wirklich eine herbe Enttäuschung, nachdem man eigentlich mit 44 gerechnet hat. Einer leichten Erholung oder zumindest Stabilisierung auf niedrigem Niveau, aber nichts da. Auch der Dienstleistungssektor ist mit nach unten gegangen. Einfach schrecklich hat ja der Phil Smith kommentiert von Market, dass die Daten erhebt. Und hier sehen wir den IFO-Index knapp über der 94er-Marke. Kommt da jetzt eine Erholung oder geht es auch da weiter nach unten? Das ist die große Frage. Schauen wir uns mal ein paar interessante Grafiken noch an. Hier zum Beispiel zur Industrie. Hier sehen wir die Länder, die eine besonders hohe Industrieproduktion haben. Je dunkler hier, umso wichtiger die Industrie im Vergleich zum BIP. Und wir sehen China ganz, ganz dunkel. Wir sehen auch Australien erstaunlicherweise, aber das ist durch den Bereich Mining. In Deutschland geht so, Amerika natürlich oder die USA deutlich weniger. Da ist eine Mücke, die verscheuche ich jetzt einfach mal. Und wir haben Kanada zum Beispiel, da ist sehr, sehr wenig. Oder ist nicht gerankt, aber auf jeden Fall sehen wir hier einen interessanten Überblick über das, was Industrie ausmacht, wo Industrie besonders wichtig ist. Was haben wir noch in Sachen Industrie? Das wollte ich nicht zeigen, sondern dieses hier. Da sehen wir, dass koreanische Daten, nämlich die Exportdaten, im Grunde ein Vorläufer sind für die Gewinne des S&P 500. Hier sehen wir, dass da immer so eine Art Frühfunktion dieser Exportdaten ist für die kommenden Gewinne der S&P 500 Unternehmen. Warum? Weil Korea sozusagen mit Chipindustrie sehr, sehr zentral in Sachen Globalisierung ist, wirklich da am Puls der Zeit ist. Dementsprechend wäre das ein interessanter Hinweis, dass möglicherweise jetzt die Berichtssaison in den USA schwieriger wird. Wir kommen ja jetzt so langsam in die Blackout Period. Apropos USA, hier sehen wir in diesem Chart, dass die Fed sehr unsicher ist. Wir haben hier die Erwähnung des Wortes unsicher
oder Unsicherheit, absolut neuer Rekordestand. Noch nie war die Fed so unsicher, aber die Märkte sind sich nicht unsicher. Hier sehen wir einen Vergleich zwischen dem S&P 500 in normalen Handelszeiten, also zwischen 15:30 und 22 Uhr. Und da sehen wir, da sind wir negativ sogar, minus 5,2% seit dem Jahr 1993. Aber After Hours oder Pre-Market, und so wie heute sehen wir wieder mal einen Spike nach oben, haben wir 568%. Also wenn es diese Handelszeiten außerhalb der USA nicht gäbe, dann sähe die Sache ziemlich trübe aus. Kommen wir zu die Charts hier von Capital.com. 27.063 der S&P 500, der S&P 500 3000 knappe 6. Was macht der DAX aus der Story? Der geht seitwärts, wie Sie unschwer erkennen können. Der ist bei 12.368. Wir haben Euro-Dollar bei 1,0990, nach wie vor unter der 1,10er Marke, wird natürlich auf IFO reagieren, 1521 das Gold und Crude Oil 58,28 Dollar. Also Highlight heute IFO, wir haben da 16 Uhr noch Verbrauchervertrauen, Conference Board, das immer sehr stark abweicht in letzter Zeit von der Verbraucherstimmung Uni Michigan. Conference Board immer viel optimistischer, Michigan sagt schon, oh, die Leute halten sich zurück, das wird auch interessant sein, 16 Uhr bei Finanzmarktwelt, 10 Uhr der IFO. Insgesamt ist es so, dass wir eine Konfrontation haben zwischen Handelsoptimismus, der wahrscheinlich bald verfliegen wird, weil man sieht, dass da nicht wirklich viel bei rumkommt, gegen Realität der Konjunktur. Was wird obsiegen? Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.